guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. So, los geht's. Bist du bereit? Yes. So, aber jetzt musst du schon verraten, was wir jetzt machen. Ja, eines ist fix, wir haben heute eine sehr, sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen. Die erste Challenge, was ich schon gehabt habe, war, dass ich dieses Elektroauto in Betrieb genommen habe. Aber mittlerweile sind wir auf Schuhe. Es kann losgehen. Jetzt verraten wir mal bitte, warum du mich heute um 7 aus den Federn geholt hast. Der Grund ist eigentlich ein ganz einfacher. Wir fahren heute zum wunderschönen Wolfgangsee, um nicht dort die Aussicht zu genießen bei der Schafbergbahn und Wolfgangsee-Schifffahrt, sondern um dort einen Tag so richtig mitzuarbeiten. Denn die Saison beginnt in Kürze und wir müssen natürlich schauen, dass die Revision so schnell wie möglich abgeschlossen wird. Und deswegen wurden wir gerufen. Da freue ich mich drauf. Ja, kannst dich freuen. Ja. Nach einer ganzen Saison haben sich die Schiffe der Wolfgangsee-Schifffahrt und die Züge der Schafbergbahn eine kleine Ruhepause verdient. Sie werden wieder auf Vordermann gebracht, um für die kommende Saison fit zu sein. Dieses Jahr findet bei einem Schiff und einer Lok sogar eine Großrevision statt. Das heißt, sie werden komplett erneuert und restauriert. So umweltfreundlich wie heute bin ich noch nie zum Wolfgangsee gefahren. Kommen wir überhaupt so weit? Wir schaffen das. Ganz unberechtigt war meine Sorge nicht. Bis zum Wolfgangsee ist es von Salzburg aus zwar nicht weit, aber das Auto war leider nicht voll geladen. So schön langsam geht uns der Sprudel aus, der eigentlich in diesem Fall ja Strom ist. Und wir fahren kurz tanken, es gibt da draußen eine Schnellladestation meines Wissens. Und da kannst du, währenddessen wir da ratzfatz den Wagen voll tanken, schnell Kaffee trinken. In Strobel finden wir die E-Tankstelle. Stellst du die Frage, kennst du aus? Nein, ich habe das noch nie gemacht. Kann aber nicht so schwer sein. Schnellladestation. Wie lange dauert das dann? Das kann nicht lang dauern. Einen kleinen Kaffee, einen Espresso vielleicht. Aber in Wirklichkeit weiß ich nicht. Aber jetzt schauen wir, dass wir das Werk dann mal zum Laufen bringen. Und ich hole mir einen Kaffee. Du hörst einen Kaffee. Also wenn das alles war, ist es gar nicht so schwer. Zeit, Energie zu tanken. Nach einer halben Stunde sind wir für die Weiterfahrt bereit. Das Klasse an einem Elektroauto ist ja unter anderem nicht nur das, dass wir jetzt 100% mit sauberem Strom unterwegs sind, sondern die Beschleunigung. Ja? Oh! Okay! Spielzeug, oder? Ja, Männerspielzeug. Ah, ja. Und nochmal! Also ich glaube, ich kann jetzt gar nichts mehr arbeiten. Der empfindliche Magen beruhigt sich aber schnell wieder und die Vorfreude steigt. Wir grooven uns schon einmal ein. Waren die eigentlich richtig? Ja, goldrichtig. Jetzt ist es Schluss mit lustig. Es geht an die Arbeit. So schnell geht's. Ha, sind wir schon da? An unserem Arbeitsplatz für heute. Was starten wir jetzt? Bei dir wird es besonders spannend. Du kennst die Kabinenparty? Ja, noch nie gemacht. Aber bei dir wird es auf jeden Fall keine Kabinenparty, sondern eine Kesselparty werden. Okay. Und bei dir? Wird es ein bisschen elektrisch. Okay, viel Spaß. Mit Kessel kann ja wohl nur der Zugkessel gemeint sein. Markus macht sich inzwischen auf den Weg zum Schiff. Was wir jedenfalls beide brauchen, ist die richtige Arbeitskleidung. Die Mitarbeiter der Schafbergbahn haben durch die alljährliche Revision auch in der Nebensaison einen fixen Arbeitsplatz. Denn sie alle haben eine handwerkliche Ausbildung und können im Winter ihre Talente etwa als Elektriker, Schlosser, Tischler oder Ähnliches mit einbringen. Hier entstehen gerade neue Sitzbänke für die Österreich und diese Dampflok wird gerade erst wieder zusammengebaut. Grüß dich Michi, du angelegt bin ich schon, bereit dir zu helfen, was kann ich tun? Wir werden jetzt den Ring dann hochspannen von der Kesselverkleidung. Ich gebe dir den Ratschelschlüssel. Ja, was tue ich da? Wenn du bitte da herum anziehst und ich hab da drüben gegen. Okay, passt. Du, und der Kessel war jetzt einfach komplett zerlegt und du, wir bauen den jetzt wieder zusammen. Genau, so ist es. Der Kessel hat eine Hauptuntersuchung gehabt heuer. Mhm. Kann man innen die ganzen Rohre raus, außen die ganze Verkleidung, Isolierung. Da sind ungefähr 10 cm Isolierung drauf. Wir haben dann wieder neu isoliert und jetzt bauen wir die Verkleidung wieder auf. Okay, das ist ganz schön viel Arbeit. Dann starten wir. So, Elisabeth. Also, da ist Tor, gell? Genau. Ich halte dann ein bisschen drauf. Ja. Gut, boah, das ja, ist... ja, zieh ne. Ja. Jetzt wird es dann gleich mal gehen. So, sehr gut. Passt, das war's. Ja,
Du, und das ist schon was Besonderes, dass man so eine Lok wie die jetzt komplett auseinanderbaut und wieder zusammen, oder? So ungefähr alle 10 Jahre. Alle 10 Jahre nur, okay. In diesem Umfang. Es wird alles zerlegt, die ganzen Rohre ausgebaut, der ganze Kessel ausgeschaltet, die ganzen Achsen kommen raus, das ganze Triebwerk wird ausgebaut, wird gereinigt, gewisse Teile werden vermessen und dann wird das Ganze wieder zusammengebaut. Und wie weiß man das, wie man das wieder zusammenbaut? Also man muss ja die Lok wirklich dann in- und auswendig kennen, oder? Es gibt schon Unterlagen, Betriebsanleitungen, aber sonst Learning by Doing. Alles steht nicht in die Bücher. Und dann muss man sich quasi merken, welche Schrauben man wo abgeschraubt hat und wo wieder anschrauben muss. Genau so ist es. Und dann ist die Dampflok im neuen Glanz wieder bereit für eine Sommersaison am Schafberg. In der Zwischenzeit packt Markus bei der Österreich mit an, die gerade am Trockendock liegt, weil sie einen zweiten Antrieb bekommt. Auch hier sind Maler, Schweißer und Elektriker im Einsatz. Und an der Elektrik versucht sich Markus gleich einmal. Servus Matthias. Grüß dich Markus. Alles klar? Ich habe gehört, ich darf heute da bei dir einen Kurzschluss einbauen irgendwo. Das hoffentlich nicht, aber helfen, ja. Wo sind wir da jetzt ganz genau eigentlich? Ganz genau am Führerstand von der MS Österreich, wo im Grund auf der ganze Führerstand neu gemacht wird und neu verdrahtet. Ziemlich komplexe Angelegenheit. Ja, das wird jetzt alles neu gemacht? Das wird alles komplett neu, okay. Genau. Wie lange braucht es denn etwa für die ganze Sache? Ach, das streckt sich schon über mehrere Wochen, wenn nicht Monate, weil eben der Aufwand ziemlich groß ist. Weil von unten raus, vom Schiff, vom Rumpf bis hier oben viel vertrauter geht. Das heißt, das ist deine Winterarbeit, was machst du dann im Sommer in Wirklichkeit? Das ist meine Winterarbeit. Im Sommer bin ich im Deckmann und Fortbegleiter, hier auch bei der Schifffahrt und bei der Schafbergbahn. Natürlich ein bisschen anders angelegt, in der Uniform, ganz schön mit Krawatte. Okay, aber Männer in Uniform sind ja attraktiv, habe ich gehört. Ja, man hat aber nicht sehr viel Zeit zum Flirten. Und jetzt haben wir auch nicht so viel Zeit zum Plaudern. Es gibt noch viel zu tun, wenn nur die ganzen Knöpfe und Steuerungen nicht so verlockend wären. Wenn ich dir jetzt ein paar Knöpfe drücke wie beim Raumschiff Enterprise, passiert das noch nichts, oder? Momentan noch nicht, weil nicht alles angeschlossen ist, okay. Und der Motor noch nicht einbaut. Das ist einmal so vom Vorteil auf jeden Fall. Passt, was muss ich machen? Packen wir es an. Wir dann jetzt weiter mit dem Scheibenwischerpanel. Da haben wir hier den Schalter und das wird nach unten hin verdrahtet. Okay, das heißt, wenn der Scheibenwischer dann irgendwann einmal eingeschalten wird, dann habe ich das gemacht, oder? Genau. Ist das richtig? Ist korrekt. Das schauen wir uns dann im Sommer an, hoffentlich. Passt, machen wir's. Markus widmet sich dem Scheibenwischer und für mich gibt es in der Zwischenzeit schon eine neue Aufgabe. Schauen wir dann in die Firebox rein, schauen wir, ob im Kessel drin alles dann noch sauber putzt ist. Da auf, passt. Da rein jetzt. Das geht sich aus. Nein, das geht sich aus. Schauen wir mal. Das heißt, rückwärts oder irgendwie? Oh, jetzt genau. Ja. Oh mein Gott! Du, was muss ich jetzt tun? Jetzt schaust du, ob alles sauber ist da drinnen, sonst müssen wir noch. Ist schon mal wer stecken drin? Nein, da bleibt keiner stecken da drinnen. Okay. Es ist groß genug, ist da ein bisschen. Wann gehst du da immer rein? Das ist circa alle Monat, wann der Dampfkessel ausgewaschen wird. Ja, da ist nicht so angenehm kühl wie jetzt, sondern da hat es noch 40, 50. Also um die 50 Grad hat es da sicher noch. Warum? Ja, da war vorher das heiße Wasser drinnen. Es ist zwar abgelassen, aber bis dass das Metall auskühlt, das dauert einige Tage. Wirklich? Wahnsinn. Also ich glaube, es ist alles sauber. Kann ich wieder raus? Gut, dann kannst du wieder rauskommen. Probieren wir das einmal. Ja, Elisabeth! Ja? Was machst denn du da? Ja, ich war da gerade im Kessel drin und hab geschaut, ob alles sauber ist. Das war die versprochene Kabinenparty, ja. Oder die Kesselparty, was ich dir versprochen nicht habe. Nicht zu viel versprochen. Wie war es sonst? Super. Hab viel mithelfen können, glaube ich heute. Halt. Und ich habe auf jeden Fall die saubere Arbeit gehabt, möchte ich mal sagen. Ja, das glaube ich auch. Am Wasser ist immer sauberer.